Bei der Rundreise Höhepunkte Israels handelt es sich um eine 8-tägige Rundreise mit Start am Sonntag. Die Reise mit demselben Inhalt, nur mit dem Anreisetag dienstags, nennt sich Shalom Israel. Angefangen in Jerusalem, führt sie diese Tour in den Norden nach Tiberias in Galiläa und in den Westen nach Akko, Haifa und Tel Aviv. Biblische Stätten werden bei Israelreisen standardmäßig angelaufen, doch stellen diese nicht den Hauptteil dieser Reise dar. Hier geht es mehr darum, die Höhepunkte an Sehenswürdigkeiten zu sehen. Diese Rundreise ist in der einfachen 3-Sterne- und in der besseren 4-Sterne-Kategorie buchbar. Weitere Details zum Reiseablauf, zu den eingeschlossenen Leistungen sowie die Termine und Preise finden Sie mit einem Klick auf das Bild.